Hallo zusammen, heute geht es um diese Einspeiseinwerter von uns. Die sind richtig scheiße. Weil die wurden gebaut für Einspeis von Gleichstrom zwischen 10 und 17 Volt. Das war die Auslegung. Jetzt habt ihr zum Beispiel nicht eine Batteriebox, sondern eine EcoFlow Delta Pro. Die hat auch so einen Zigarettenanzünder, dann kann man den hier auch bei der Delta Pro einstecken. Bei uns bringt das Teil ca. 50 Watt und bei der Delta Pro 10 oder 20 Watt. Weil die Delta von EcoFlow bringen keinen Gleichstrom. Die bringen pulsierenden Gleichstrom. Die Anzeige küpft dann hoch und runter. Das Teil schaltet ein und aus, es kommen nur ein bisschen Leistung raus, weil diese EcoFlow bringen keinen Gleichstrom, sondern pulsierender Gleichstrom. Also das heißt, wenn ihr eine EcoFlow habt, funktioniert das Teil nur beschränkt. Wir haben Geräte, wo es funktioniert und wir haben Geräte, wo es nicht funktioniert, weil dieser Frequenzumwandler in EcoFlow keinen Gleichstrom liefert. Punkt. Was soll ich dazu sagen? Ist jetzt das Gerät schuld, weil es für Gleichstrom entwickelt wurde? Oder ist die EcoFlow schuld, weil es keinen Gleichstrom liefert? Kann ich euch nicht sagen. Also diejenigen, die so ein Gerät haben, wir nehmen das zurück. Wir verweisen, ich verweise jetzt auch mit diesem Video, auch auf unserer Homepage, dass dieses Gerät nicht gebaut ist, obwohl ich das gesagt habe, für EcoFlow Powerstation. Weil diese Powerstation bringen keinen Gleichstrom. Weil die hätten intern eine höhere Spannung. Und durch das bringen sie die Leistung nicht. Punkt. Ja. Wieso? Punkt. Fertig. Ich mache euch hier das Video, was ich gesagt habe, dass es funktioniert. Das korrigiere ich unten im Text. Aber eben, dieser Einspeiseinverter geht nicht bei pulsierendem Gleichstrom. Und ich wünsche euch hiermit einen schönen Tag.